Schön, dass ihr nämlich wieder da seid. Heute machen wir wieder weiter mit dem Mond, wie versprochen. Unsere zweite Folge ist das jetzt heute. Wir haben ja zuvor über Finsternisse und über die Umlaufbahn des Mondes geredet, aber heute möchte ich mehr auf die Physik des Mondes eingehen. Daher machen wir zuerst die Gestalt des Mondes, wie die Atmosphäre zusammengesetzt ist, die Temperatur, dann noch die Masse, Oberfläche und sonstiges. Als erstes machen wir eine Gestalt des Mondes. Also der Äquatordurchmesser ist etwa 4 Kilometer größer als der Poldurchmesser, sieht man ja. Sozusagen ist der Mond an den Polen etwas abgeplattet und von der Form her eher ein dreiseitiges Ellipsoid. Also Ellipsoid ist die dreidimensionale Darstellung einer Ellipse als eine Kugel. Aber diese Abplattung kommt durch die Rotation zustande, weil es hängt ja mit diesen Fliehkräften ja zusammen, aber dazu machen wir auch noch eine Sendung, wo das dann genauer erklärt wird. In Richtung Erde ist der Durchmesser durch die Gezeitenkraft am größten. Aber die Anziehungskraft des Mondes auch. Erzeugt ist er für die Gezeiten Ebbe und Flut ja verantwortlich. Ich gehe mal weiter hierzu. Hierbei ist der erdferne Mondradius an dieser Achse größer als der erdnahe. Und sie ist halt noch von Krätern, Kratern, Tälern und so weiter bedeckt. Dazu kommt auch noch ein Video. Das wird dann der vierte Teil ja sein. Zweitens die Atmosphäre. Also der Mond ist ein Himmelskörper, was eigentlich keine Atmosphäre im eigentlichen Sinn hat. Daher sieht man ja auch tagsüber sozusagen die Sterne und hat halt auch einen schwarzen Himmel. Sozusagen hat der Mond nur eine Exosphäre, also dieser äußerste Bereich einer Atmosphäre, aber schon eher schon keine Atmosphäre mehr. Und sozusagen hat man keinen Schall, keine Dämmerung, kein Streulicht und auch keinen Sauerstoff. Also diese Exosphäre ein. Oder sagen wir es mal so, Spuren von einer Atmosphäre, wobei sie wirklich keine Atmosphäre hat. Aber das machen wir trotzdem. Sie hat trotzdem Bestandteile. Sie besteht zu gleichen Teilen von Helium und Neon zu je 25%, dann noch Wasserstoff zu 23%, Argon zu 20% und noch einzelne Spuren von Methan, Ammoniak und Kohlenstoffdioxid. Oberflächentemperatur. Die Unterschiede sind sehr, sehr groß. Tagsüber können es bis 130 Grad erreicht werden. Das ist schon ganz schön viel. Man muss das auch so überlegen. Der Mond braucht für eine Rotation 28 Tage. Das heißt, wir haben sozusagen 14 Tage lang getagt. Das heißt, 14 Tage lang strahlt die Sonne richtig auf die Oberfläche drauf, sodass es auf 130 Grad erwärmt wird. Aber nachts kühlt sich ab minus 150 Grad ab. Da wird es auf einmal viel, viel kälter. Aber es gibt nämlich auch Krater, deren Alter als relativ jung angesehen wird, wie zum Beispiel dieses Tycho. Das ist ein Mondkrater. Und sie sind nach Sonnenuntergang etwas wärmer als die Umgebung. Wahrscheinlich haben sie durch diese dünnere Staubschicht, was sie haben, können sie den Sonnenenergie besser speichern. Im Gegensatz zu anderen Regionen. Aber andere positive Temperaturanomalien gründen eventuell auf örtlich etwas erhöhte Radioaktivität. Jetzt sind wir zum Endthema. Masse, Oberfläche und sonstiges. Erde und Mond stellt in erster Näherung ein Zweig. Erde-Mond-System befindet sich im Erdmantel. Also dieser Schwerpunkt, das ist dieses Baryzentrum, der gemeinsame Schwerpunkt. Daneben ist auch noch ein Bild, wie das abgebildet ist. Sehen wir noch die sonstigen Daten. Masse, Volumen, Oberfläche und die Anziehungskraft. Was wieder diese geringe Anziehungskraft wiederum auch ein Vorteil für eine Rückkehrrakete. Da die Fluggeschwindigkeit, also die zweite kosmische Geschwindigkeit für den Mond nur 2,3 Kilometer pro Sekunde beträgt, weil er das ist 11,2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis nächstes Mal.